Ich begrüße euch zu einer Folge Xenoblade Chronicles. Wir machen hier heute weiter. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was letztes Mal so ganz passiert ist, weil ich jetzt wieder eine bisschen längere Zeit nicht aufgenommen habe. Aber ich denke mal, das geht trotzdem irgendwie klar. Wir waren hier irgendwie mit Fiora und Charla und so. Und ich glaube auch Ryan, aber ich glaube, das kann ich im Team, logischerweise. Also weil man ja nur mit drei Charakteren kämpfen kann, deswegen ist das relativ logisch, dass er nicht im Team ist. ja, genau. Und ich glaube, wir waren hier gerade dabei, irgendwo hinzugehen. Ich bin mir auch nicht mal sicher, wohin und wieso und was und... Ja, aber ja, genau, wir laufen einfach mal weiter und gucken, wohin wir kommen. So, ja, das Battle-Team, was ich noch nie eigentlich gehört habe, also noch nie zuvor gehört habe, weil ich habe, wie gesagt, schon mal den Soundtrack von dem Spiel gehört, zumindest das meiste, und deswegen finde ich es halt seltsam, dass ich den Track hier gar nicht kenne. Oh, er ist runtergefallen. Cool. Na, oder, hä, wieso ist er jetzt wieder hier? Ist er wieder hochgespawnt oder, hä, egal. Whatever. Okay, hier brauche ich ein Item für eine zukünftige Mission. Sehr schön. So. Was haben wir hier Schönes drin? Stuff, wie immer halt. Ich glaube, im letzten Part wollte ich ja mal hier runter und die Gegner und so besiegen. Dazu eine Truhe, die ich da gelassen habe. Aber das habe ich nicht so ganz geschafft, weil die Gegner zu stark waren oder so. Ja, kümmere ich mich später drum, würde ich sagen, weil... Wenn ich den letzten Part nicht geschafft habe, wieso soll ich es denn jetzt hier schaffen? Habe ich den gerade nicht von hinten angegriffen? Das war voll von hinten, oder nicht? Ist doch dumm. Ganz ehrlich. Es war gerade voll von hinten. Aber das hier wird von hinten sein, oder? Nice, sehr schön. So. Ohne relativ großes Truhe hier. Naja, keine Angst. Schade, wir machen genauso weiter. Ja. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Ein kleiner Zwischenraum mit einem Item. Und da drüben noch einem Item. Nice. Apropos Item. Wie sieht unsere Kollektion momentan so aus? Wir haben auf jeden Fall schon einiges, wie man sehen kann. Fehlt nicht mehr allzu viel. Also, ja, ich nehme alles gern mit hier, was wir kriegen können. So, nice. Fehlt nicht mehr so viel, wie gesagt. Was haben wir hier noch? Ich meine, hier drüben bei dem haben wir dann noch irgendwas. Ah ne, das haben wir schon fertig. Und hier... Ja, okay, alles klar. Da haben wir schon alles so gut fertig. So gut wie fertig. Dann wollen wir weiter, würde ich sagen. Wieso endet jetzt hier die Karte plötzlich? Das sieht irgendwie nicht so cool aus. Okay, alles klar, weil hier ein Reisepunkt ist. Ah ne, weil es einfach auf einer weiteren oben liegenden Ebene ist, scheinbar. Oh, wie geil sieht das denn hier aus? Das ist hübsch. Ja, Ryan ist auch dabei. Ja, dabei, alles klar. Das hier ist ziemlich hübsch. Also, das Spiel überrascht mich immer wieder mit seinen Gegenden. Es sieht einfach so episch hier aus. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Ganz ehrlich. Irgendwann mal. Es sieht wirklich hübsch aus hier. Die Palmen und das schöne Grün, das ist ziemlich schön. What is it? I can hear something. What? I can't hear anything. Maybe our sense of hearing isn't strong enough. Low sounds. More than one. Watch out! Something's here! Stop for Ricky. Oh, Ricky very hungry and Ricky sleepy.
If Ricky not rest now, Ricky not keep going. Well, we can't have that, can we? We'll rest here before going any further. Melia, do you need to rest? I am fine. Good. Break time. What's this? Hereupon Ricky have big fight with fish. Ricky win. Grilled fish taste yum yum. Ah, done done it too. I thought you said you couldn't move if you didn't rest. Oh, Ricky very tired. But Ricky very hungry too. How considerate of you. Ricky not understand done done. Don't try to hide it. You realized Melia was lagging behind. She would never admit how tired she was. That's the real reason you ask. Now that's good fish. Even in this strange place, at least the fish tastes like it should. Ricky glad Dundun like yum yum fish. Yeah, thank you. Millie's tired, but Ricky tired too, and Dundun not look happy. What's this? Am I that transparent? Ricky want to hear Dundun's story. Ricky listen carefully, for Ricky is the Hereupon. I'm not sure what that's got to do with it. Well, seeing as you're here, I'll tell you. Yeah! Ricky, listen. I have a sister. Her name is Fiora. Ricky, no. She wears silver armor. Shulk look everywhere for her. Indeed. Shulk and Fiora, everyone knows they like each other. But they're just not ready, I suppose. They're the perfect match, but if they don't hurry up and tell each other... Even Ricky know that. I suppose everyone does. But now Fiora has become... something else. She forget Shulk. She forget Dundun too. She did. But Shulk won't give up that easily. Knowing that he's out there looking for her fills me with hope. I just wish I was there with him. Dundun take care of them. Dundun watch over Shulk. Dundun watch over Fiora. That is all a Daddy Pon can do. Ricky make mistake. Dundun not Daddy Pon. Well, I am her older brother. But just like Daddy Pon, watching over family. Same watch over. Dundun do what he must. Who would have thought it? I never imagined I'd be getting such advice from you. Ricky have big family of little Pon. Ricky raise and say goodbye to many little Pon. Ricky know some things. You can say that again. I had you all wrong. It doesn't look like the others are here. Unfortunate. I hope everyone's safe. Everyone's safe. Everyone's strong. Ricky is right. It is simply a matter of when we will happen across them. Everyone landed in the same area. They have to be around here somewhere. Friends, look here. Ricky find it yesterday when Ricky goes scouting. I wonder where this pipe leads. Go, go! Ricky has feeling Shulk and friends are on other side. Feeling? Well, I'm willing to give your Nopon instinct a try. As am I. The pipe it is. Oh, das war eine süße Cutscene, oder? Erstmal, wie gemein, dass sie einfach an einer mega spannenden Stelle von Shulk und so weggeschaltet haben, weil wer waren die Leute, die da jetzt
da waren und so. Man hat alle gesehen, dass da irgendwer ankam. Wer war das? Das frage ich mich jetzt. Und zweitens, das war gerade eine schöne Cutscene, oder? Mit Dandan und Ricky. Oh, jetzt haben wir ein Gespräch. Schade. Hübscher Lachs. Alles klar. Nee, ich will nicht kämpfen. Nein, ich gehe. Ich kämpfe ganz bestimmt nicht. Geh da rein. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Deswegen gehe durch. Jetzt müsste ich ja ungefähr dahin kommen, wo Schulk und so waren. Von der Location her, oder? Ich glaube schon. Also es ist ganz schwer in dem Spiel zu sagen, was mein Lieblingsgebiet ist. Es gibt echt unglaublich schöne Gebiete in dem Spiel. Das Aerith-Meer ist unglaublich schön. Das hier ist... Oh, die Musik. Das hier ist auf eine andere Weise schön. Mir ist Aerith-Meer, finde ich. Ich finde auch in dem Magna-Wald richtig, richtig schön. Weil es einfach so einen richtig schönen Grünton hat. Oh, Schmetterlinge, guck mal. Oh, wie schön. Der hat so ein richtig... Richtig, das ist ein ziemlich schönes Grün, genauso wie ein Wald sein muss. Und deswegen mag ich den Magna-Wald, das war jetzt eine Mischung aus Wut und Wald, den Magna-Wald ziemlich gern. Aber das Gebiet hier ist halt auch irgendwie ziemlich cool. Die Ebene ja hat gerade so ein bisschen Open-World-Feeling. Das Spiel ist ja auch so ein bisschen, Open World teils halt. Also die ganzen Gebiete sind halt so eine Open World in sich irgendwie ja eingebaut und so, würde ich jetzt sagen. Es fühlt sich halt an wie, als ob jedes Gebiet so seine kleine Open World wäre. Einfach in jedem Gebiet. Wow. Einfach in jedem Gebiet so ein bisschen Open World Charakter hat, dadurch, dass es halt so. Ja, es sind halt relativ große Gebiete, wo man halt viel erkunden kann. Das hat so ein bisschen Open World Charakter. Ich will übrigens mit Melia spielen, bitte, weil mit ihr weiß ich besser umzugehen als mit Dunben. Ehrlich gesagt. So. Deswegen würde ich gerne Melia spielen. Habe ich eigentlich für die ganze Truppe hier ein bisschen bessere Ausrüstung oder so in Richtung? Das wäre ziemlich cool. Du hast hier drinne Ätzer hoch 2. Ich gebe dir den hier, auch wenn deine Crit-Rate dadurch runtergeht. Der ist besser. Und dann kann ich dir auch... Hier, ich kann dir sogar Ätzer 3 geben. Hier, den. Habe ich hier was Besseres für dich? Nicht wirklich. Hier. Ach, guck mal, die wäre besser. Die hat der Ricky schon. Das wäre auch besser, guck mal. Dann mache ich den hier raus. Und gebe dir das hier. Und mach da rein. Gute Frage, ehrlich gesagt. Ätherangriff kommen. Nee, hier habe ich nichts Besseres wahrscheinlich. Hier auch nicht. Ja, das ist mir klar, ich fahre eigentlich hier runter. Und hier auch nicht. Gut, dann gehen wir zu dir, Ricky. Guck mal, die sind besser. Dann mache ich hier deinen Sockel raus und gebe dir das. Also dein Juwel. Das kann man nicht rausmachen, weil da so ein V ist. Die sind auch besser. Guck mal, Giftschutz 2 mache ich raus. Kann ich dir auch wiedergeben. Oder willst du vielleicht... Oder Allgemeinterrorschutz. Hier, ich geb dir Allgemeinterrorschutz, nicht nur Giftschutz. So, nee, hier ist nichts wirklich besser.
Kampfesmod 3. Ups. Ich wollte gar nicht. Hier wollte ich hin. Nee, es macht irgendwie alles so ein bisschen runter. Ja, hier ist auch nichts Besseres. Und hier vielleicht. Du hast maximaler Angriff und KP-Raub. Ha. Ich gebe das hier, würde ich sagen. Da kann man hier. Da kann man da wieder. Keine Ahnung, ich gehe nach Schwächung 50%, das ist ganz cool eigentlich. Und hier Max-Angriff halt hoch. Der war ja bei den anderen auch drin. Und bei dir, was habe ich da Schönes? Auch nichts wirklich Besseres. Die beiden wären besser. Der ist auch besser, guck mal. Dann kriegst du das schöne Ding hier. Ich kann ja sogar physische Angriff 4 geben. Da hatte ich vorhin 1 drin, da kann das sein. Die ist nicht besser. Das hier gebe ich dir, würde ich sagen. Hat ein Agilitätspunkt mehr, aber weniger, aber nah. Stärke 4. Das kann ich ja rausmachen. Und dann kann ich dir sogar maximale KP hochgeben, wenn ich das empfinde. Heilung, nee, brauchst du nicht. Giftschutz, Stachelschutz, Lebensresistenz hier. Habe ich vielleicht noch ein bisschen besseres, maximale KP hoch oder? Ja, hier, 2. Und hier hast du da vielleicht was besseres. Ja, kann ich nicht entfernen. Ja, okay. Kriegst du trotzdem. Und dann kann ich ja hier selbst ein Agilitätsding reinmachen. Hier, guck mal. Das ist sogar auch Agilitätspunkt. Agilität 3, deswegen passt das, denke ich mal. So. Wundervoll. Ja, genau. Dann weiter geht's. Aber irgendwie. Das ist halt hier so eine schöne große Fläche irgendwie. Das gefällt mir. Oh Gott, was ist denn das hier für ein riesiges Vieh? Okay, das ist kein Gegner. Ich dachte, das riesige Dings da wäre ein Gegner oder sowas in Richtung. Nein, alles klar, ist es nicht. Ich dachte schon. Das wäre ein bisschen krank. Kann das sein? Feuerelement hier bitte. So. Bringt das hier ein bisschen was? Okay, nice. Ja, Wasser war jetzt nicht so klug, weil es halt niemanden wirklich gab, der eigentlich kalt werden musste. Aber egal. Wunderstab. Ist das vielleicht ein Schwert für Anwenden oder so? Ich habe keine Ahnung. Wolkenkatana. Ne, scheinbar nicht. Dann wahrscheinlich für dann nicht Dunben, sondern für Rain oder so. Keine Ahnung. Neuer Reisepunkt. Nice. Ah, okay, das ist also ein Riesen-Mechon-Wrack. Wrack heißt das Wort. Meine Fresse, was war jetzt los? Ich kann einfach nicht mal reden, glaube ich. Ganz, ganz, ganz schrecklich. So, nice. Solange mich die Gegner ja nicht angreifen, greife ich die auch mal nicht an, würde ich sagen. Ich laufe in die völlig falsche Richtung, kann das sein? Ey, das Gebiet ist echt ziemlich groß. Aber ich nehme hier die ganzen Items mit, würde ich sagen. Weil, wieso nicht? Rikonnes Daumen. Was ist denn hier das riesige Vieh dort hinten? Das ist aber auf jeden Fall viel zu hoch für mich scheinbar, weil es rot ist. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Da nehmen wir noch Items. Und Schütz. Nein, 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 nein. Das wird nichts, aber sowas von nicht. Kann ich das vielleicht machen? Nö.
Melia und Fiora, das ist auch ein bisschen krank. Auf drei Herzen halt, weil ich meine, wie soll ich das denn so schnell hochkriegen? Ja, wobei, vielleicht geht das Spiel noch 30 Stunden und dann könnte ich das hinkriegen, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du bitte weggeben? Ich wollte eigentlich das Item noch einsammeln, aber wenn du mich nervst, nein, halt nicht. Ich habe halt nicht drauf geachtet, ob der jetzt aggressiv ist oder halt nicht. So. Ich muss jedenfalls nach hier. Wieso, wo bin ich denn jetzt? Durfte er, was war da gerade? Durfte er irgendwas? A village in a place like this. Melia! Shulk! Guys! You were right! Yeah! And we found Fiora. Dunban. Fiora? Do you remember me? Mm-hmm. Sorry if I made you worry. It's all right. I'm just so glad you're alive. Oh, dear brother. Shulk, is that your childhood friend? Yeah. Congratulations. I'm glad she is safe. Thank you. I couldn't have done it without you. But how did you all get here? And what is this place anyway? These people helped us. Huh? This is their home. Your surprise is understandable. We are the Machina. The people of Mekonis. Machina? You mean machine people? You look as if you have many questions. But please, take a look around our village first. We will talk after that. I will be waiting in front of the building we call Junks. Okay, interessant, interessant, nice. Eine neue Spezies, also quasi, das Dorf der Machina, okay, alles klar. Wir spielen mal mit der Truppe hier, würde ich sagen. Ich will mal kurz bei den ganzen Talentbäumen gucken, ob da irgendwas Neues jetzt hier gemacht werden muss. Du lernst noch, logischerweise, du lernst auch noch, du lernst noch, du lernst noch, du lernst noch, okay, alles klar. Alles klar, hier ist ein Händler. Wo? Ach hier, ich bin blind. Was gibt's hier Schönes? Ja, viel zu teures Zeug für mich, weil ich halt einfach kaum Missionen mache. Ich muss meine ganzen Missionen machen. Ich hatte noch so viele Missionen, die ich machen muss. Ich denke mal, das meiste werde ich da jetzt irgendwie offscreen machen. Wir müssen uns auch mal um die Kolonie 6 kümmern, dass wir da ein bisschen was aufbauen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach. Falls ich mich teleportieren kann. Kann sein, dass ich jetzt geblockt bin oder so. Keine Ahnung. Nö, geht scheinbar. Alles klar. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt mal hier ein bisschen drum. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier geht. Ich war einfach zu doof, um mit Chuchu zu reden. Wir müssen einfach mit ihm reden und jetzt gibt er uns gleich ein Tutorial. Bla bla bla. Die Klappe nur Chuchu. Ich weiß, wie es geht. Ja, jetzt haben wir hier so ein Tutorial. Und jetzt kann ich hier wieder aufbauen. So, das hier. Oh, ich brauche da auch ganz viel Geld.
Das ist jetzt doof. Ja, ohne Geld geht das nicht. Blöd gelaufen. Habe ich denn auch irgendwelche Missionen, die ich hier machen kann? Von den Leuten aus? Scheinbar ja nicht. Ich sehe zumindest keine Ausrufezeichen. Da würde ich sagen, gehe ich mal in meine Missionsbuch und gucke, was alle so Schönes machen können. So, das hier ist, wie gesagt, noch zu krass für mich. Monster Mission 4. Ein Cessna Fliffy. Da wird es wohl auf jeden Fall ein bisschen Geld geben. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Mission einfach mal. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Vieh wäre. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das auch für ein Viech ist. Wahrscheinlich muss ich hier zum... Das hier ist ja noch alles... Ne, es ist alles Bergwallach hier, oder? Siegerturm. Dann gehe ich einfach mal hier hin und guck mal... Oder soll ich hier direkt hin? Wir gehen erstmal hier und gucken mal, ob wir vielleicht noch neue Missionen bekommen können oder sonst was. Ich würde halt gerne so ein bisschen was anderes erstmal machen in den Let's Players. Das würde das LP so noch ein bisschen in die Länge ziehen, wenn ich hier einfach jetzt ein bisschen Quests mache. Aber wir haben bisher. Ich kann nicht mehr reden. Wir haben halt bisher in Let's Play kaum Quests gemacht und deswegen finde ich es einfach mal schön, wenn wir jetzt ein paar Quests machen. Weil ich brauche auch ganz klar Geld und deswegen. Ja. Machen wir es jetzt. Das sind auf jeden Fall nur eure Nebulas. Berglibesch. Alles nicht das, was ich brauche. Ich glaube, hier finde ich nicht, wo ich gerade bin. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind, die ich brauche. Hier ist noch Nebulas auf jeden Fall. Und wenn wir die Kolonie 6 Quest machen, dann bekommen wir halt auch Seetormar. Nein, die brauche ich nicht. Wenn wir die Kolonie 6 Quest machen, dann kriegen wir halt auch so Stuff. Dann kriegen wir auch den ein Ätherofen und sowas. Den transportablen. Deswegen wäre es doch ziemlich schön, wenn wir das machen würden. Aus dem Grund, ja, genau. Und allgemein halt einfach. Dass wir halt so ein bisschen Geld bekommen. Deswegen. Ja, wäre Mission ziemlich schön. Außerdem kann ich jetzt hier noch ein bisschen mehr kämpfen. Und, ja, erhöhe dann auch hier die Harmonie zwischen Shulk und Fiora und Shulk und Ricky und so. Und Ricky und Fiora und bla bla bla. Und das ist ja auch ganz schön. Komm, wir kämpfen mal gegen das Viech hier. Ah, ups. Wo ist denn das Viech jetzt? Wo? Ah, da oben, super. Dann sollte ich da mal irgendwie hochkommen am besten, ne? Wahrscheinlich machen meine Leute das jetzt alleine. Komme ich jetzt wieder hoch? Toll. Sehr gut. Ja, es lief ziemlich gut, muss man sagen, also 1A hier. Nein, dich will ich nicht besiegen, du bist ein bisschen zu krass. Wo ist denn das Vieh, was ich besiegen muss? Ich habe doch keinen Plan. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu einem anderen Reisepunkt hin. Ich glaube kaum, dass er da ist, wo ich jetzt hier rumsuche. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt was für eine Nacht hier.
Das Gebiet ist übrigens nachts richtig, richtig schön. Was fliegt denn da vorne rum? Ah, da bist du ja. Dich muss ich besiegen. Komm mal her. The enemy's weak. But don't drop your guard. Ricky want to bam smack this time. Komm her. Also, wenn er nicht herkommt, dann kann ich ja nicht angreifen. Wisst ihr was? Dann ändere ich meine Aufstellung. Pack mal kurz Schala ins Team, weil die kann dann mit ihrer mit ihrer Rifle angreifen und so. So. Dann kommt das Vieh auch her wahrscheinlich. Da drüben ist noch einer, da komme ich wahrscheinlich besser hin. Hä, wo ist er jetzt hin? Hä? Jetzt auch der hier drüben weg oder was? Kommen wir nur am Tag? Okay, dann stellen wir das auf Tag. Gut. Meine Güte, diese blöden Viecher. Jetzt komm her. The enemy's weak, but don't drop your guard. Okay, let's sort this out nice and quickly. These things freak me out. Und nicht Verzauberung. Ich wollte eigentlich diesen... Danke, jetzt ist er hier, sehr schön. Diesen einen anderen Angriff machen, aber egal. So. Jetzt können wir hier angreifen. Und ein bisschen Geld bekommen und dann auch Star von Colony 6 machen. Genau. Und das ist das, was wir wollen. Nice. So, sehr schön. Oh, die Truhe ist kurz vorm Abgrund. Nice. Und dann, nicht das hier, dann gehen wir jetzt zu Colony 6 und machen da Stuff. Genau, das klingt gut, denke ich mal. Ja. Juju! Ich möchte helfen beim Wiederaufbau. So, machen wir jetzt hier mal Wohnhäuser. Und wenn wir da alles auf Stufe 1 haben, bekommen wir das Teil, was wir für den Ätherofen brauchen, für den Transportablen. So, hier haben wir auch alles, was wir brauchen. Das ist scheinbar ein Restaurant, da ist so ein Kochtopf und Löffel und Gabel davor, nice. Und dadurch kommen auch mal mehr Einwohner her und so. Habe ich halt nicht gewusst, dass das geht, weil ich doof war oder so. Keine Ahnung. Das war jetzt, kann ich jetzt nicht machen. Schade. Aber wir können uns jetzt mal hier ein bisschen umgucken, weil das ja alles schon so schönes ist. Hier ist sogar ein Händler. Nice. Hallo. Ich brauche deine Technikbücher bitte einmal. So. Nein, möchte ich nicht. Nein. Hammerschlag. Niederschlag. Rückschlag. Nice. Ganz, ganz wichtig für Schulk. Leichte Heilung. Nice. Und den Rest kann ich nicht kaufen. Schade. Aber egal. Hauptsache, ich habe ein paar neue coole Technikbücher hier. Eigentlich Kollektion. Ich bin ja dumm. hier, genau das wollte ich haben. Nee, Moment, wollte ich nicht. Ich wollte. Ich brauche schon mal meine Items. Nee, ich brauche Items. Oh Gott, ich bin... Puh, ich bin voll verwirrt hier gerade. Hier wollte ich hin, genau. Ja. So, nice. Und jetzt können wir hier hin. Genau. Jetzt kann ich nämlich hier Rückschlag auf leveln. Und Rückschlag ist ganz wichtig. Oh, ja, oder auch nicht. Schildschuss. Wieso habe ich den Schildschuss nicht drin?
Ha. Dann lasse ich das. Das ist Reinigungsschuss. Wieso habe ich denn den ganzen Stuff nicht drin? Das ist doch dumm. Also Schildschuss hätte ich schon ganz gern drin eigentlich. Ich weiß nicht, wieso mein Vergangenheits-Ich das rausgemacht hat. Ich weiß auch nicht, was ich rauspacken soll. Ich mache einfach das hier raus. So, bei dir habe ich ganz viel Stuff zum Aufleveln hier. Moment, wir machen erstmal hier Heilungsenergie. Das klingt doch gut, weil Heilung und so. Einmal hier Sperrklinge. Das klingt auch ganz gut. Kreuzschlag klingt auch ganz gut. So. Anti-Schwerkraft, was auch immer das ist. So, Doppelding. Kann ich das vielleicht reinmachen? Ich weiß nicht. Doppelwind. Wie viel Schaden macht das denn, Doppelklinge? Macht halt nicht so viel Schaden, deswegen packe ich es erstmal raus. So, da habe ich gar nichts zum Aufwerten. Ich war jetzt so Ricky. Bei ihm gerade auch nichts. Doch da, voller Color. Nice. Bei Rain habe ich einiges. Nice, nice, nice. Machen wir alles schön hier. Das sind auch so Dinge, die ich eigentlich offscreen machen könnte, aber wo ich gerade schon mal dabei bin, mache ich es einfach mal. Ihr könnt auch vorspulen, wenn ihr das nicht sehen wollt hier. Dann spult einfach vor und ihr müsst nicht gucken, welche Techniken aufwerte. Und mein Melia. Oh, Sterntritt. Ha. Da packe ich das für raus. Mann, ich gehe immer... Mann! Ich bin nicht raus. Gott. So, dann level ich es auch gleich ein bisschen auf, würde ich sagen. Heilgeschenk war, dass sie ein paar Leben von sich abgibt, oder? Weil sowas mag ich nicht, deswegen habe ich es nicht drin. Aber ich will noch mal kurz nachgucken, ob es wirklich das war. Ja, genau, das will ich nicht, weil sie hat vor allem ziemlich wenig Leben. Und da ist es halt dumm, wenn sie dann noch welche von sich selbst opfert, finde ich zumindest. Das ergibt für mich nicht so viel Sinn, deswegen habe ich es rausgepackt. So. Ja. Ist halt eine typische. So ein typischer Kolonieaufbau hier. Fühlt sich halt an wie eine richtige Kolonie jetzt wieder. Ist halt nur noch ein bisschen kaputt teils. Aber auch nur ein bisschen. Ja. Hier. Hier ist noch alles voll kaputt und so. Aber es wird auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall. Gut. Dann bewegen wir uns jetzt mal wieder zum gefallenen Arm. Jetzt ist die Frage. Hier, Dorf der Machina. Da komme ich von hier am besten hin. Oder von hier? Ich weiß nicht, was es davon jetzt näher dran ist. Ich glaube von der... Nee, hier war die Seite, die ich auch mit Dunben und der anderen gegangen bin. Genau, ich erinnere mich. Genau. Ich hoffe mal, ich bekomme jetzt hier im Dorf der Machina auch wieder schön irgendwelche coolen Sidequests und sowas, weil... Ja... Würde halt erstens dazu passen und zweitens, dass ich einfach ein bisschen grinden kann halt. Und nochmal ein paar Sidequests machen. Weil wie gesagt, ich habe jetzt halt kaum bisher im Spiel irgendwelche Sidequests gemacht. Und deswegen habe ich auch kaum Geld gehabt und sowas in Richtung. Was eigentlich voll dumm war. So, ich will noch nicht zu meinen Zielen. Ah, jetzt habe ich hier auch einen Reisepunkt. Sehr schön. Na, was hast du zu sagen? Kennt ihr Carlos und Natalia? Das sind zwei Homs, die letztes Jahr vom Schwert gefallen sind. Sie wohnen jetzt hier. Sprecht mit ihm, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt.
Okay, alles klar. Wo sind hier? Ach, da. Schade. Das ist ja eigentlich alles. Ist auf jeden Fall ein sehr mechanisches Dorf. Wer hätte das bloß gedacht? Bei einem Machina-Dorf. Oh ja, hier ist eine Quest. Hallo. Habt ihr kurz Zeit? Ich habe etwas auf den Herzen. Es gibt da ein Problem. Worum genau geht es denn? Ja, vielleicht können wir ja irgendwas für dich tun. Genau, Schala. Hören wir uns die Sache mal an. Ich erzähle euch mal, worum es genau geht. Meine Aufgabe ist es, Trinkwasser von der Zaktquelle zu holen. Letztens habe ich dort aber ein seltsames Geräusch gehört. Jetzt traue ich mich nicht mehr, meiner Arbeit nachzugehen. Vor kurzem ist dort ein silberner Mekon auf den Strand gefallen. Das Geräusch scheint von diesem Ding zu kommen. Bla bla bla. So. Und so, das Silbergesicht-Skelett am Trümmerstrand des gefallenen Arms. Okay, das ist klar. So. Nice. Da ist noch eine Quest. Ah, du bist... ich kann nicht mehr reden. Natalia, meine Güte. Was soll ich nur tun? Ich muss es ihnen irgendwie beibringen. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Hört sich ganz so an. Ja, vielleicht können wir irgendwie helfen. Meinst du, Schala? Na, dann wollen wir mal hören, was los ist. Ich behellige nur ungern andere mit meinem Problem, aber ich bräuchte wirklich dringend Hilfe. Ich soll den Wachposten des Dorfes Essen bringen. Derzeit fühle ich mich aber nicht so gut und schaffe das nicht. Die Posten freuen sich jeden Tag darauf, dass ich das Essen bringe. Ich wünschte, jemand anders könnte es heute ausliefern. Okay. So. Die Wachposten haben Zeigefinger stationiert. Okay, das ist klar. Am Zeigefinger. Spannend. Am Zeigefinger von McConnell wahrscheinlich, oder? Rackzett, dieser Körper ist nutzlos. Bla bla bla. Was willst du denn? Ich arbeite im Rettungsdienst. Das bedeutet, ich rette Leute, die in Not geraten sind. Ach was! Allerdings bekomme ich im Wasser häufig Probleme. Ja, das ist mir schon klar. Dass Machina im Wasser wahrscheinlich eher nicht so gut sind. okay, alles klar. Er möchte einfach Stuff haben. Gut. Muss ich mal kurz gucken, was er denn haben möchte. Essens... Nee, Moment, das ist hier nicht. Hier. Er beute von den Fliefels auf dem Berg Wallach 2 Fliefels Silberherzen. Okay, alles klar. Da muss ich einfach zu verschiedenen Orten reisen und dort ein bisschen Stuff holen. Ja, alles klar. Was bist du denn? WTF. Das ist irgendwie seltsam. Ich wollte gerade fragen, ist jetzt Nacht geworden? Und ja, ist es. Sehr schön. Dorfbewohner. Die erinnern mich so ein bisschen an... oh, hier ist einer mit Namen. Den will ich in Zauni, der kann aufnehmen. Die erinnern mich so ein bisschen an... irgendeine Rasse aus Xenoblade Chronicles X. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß damals in dem Spiel. Egal. Was ist das denn da in der Mitte? Ha, spannend. Wollen wir jetzt erstmal zu der Frau hingehen, dass sie uns hier die Lage erklären kann, oder wollen wir einfach noch ein paar Missionen und sowas machen? Ich weiß es nicht genau. Eigentlich würde ich schon ganz gerne die Story weiterhören, aber ich würde auch ganz gerne ein paar Missionen machen. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier raus aus dem Dorf und machen ein paar Missionen einfach. Wieso nicht? Ahem.